Stellt euch vor, wie ihr als Kleinkind The Legend of Zelda Majora's Mask auf der N64 spielt. Ihr seid gerade dabei, den letzten Boss bekämpfen zu wollen, als die eigentliche Atmosphäre des Spiels sich verändert. Majora's Mask ist im Vergleich zu seinem Vorgänger Ocarina of Time wesentlich düsterer und trauriger gestaltet. Das Spiel baut einem ununterbrochen Druck auf, mit dem Gedanken, dass in 3 Tagen der Mond abstürzt. Und plötzlich, ganz plötzlich, ändert sich die Prämisse, sobald man den Mond betritt. Dieser relativ idyllisch wirkende Ort gibt einem ein unangenehmes Gefühl. Und ich glaube, ich bin nicht die einzige Person, die damals als Kind ein ähnliches Szenario in Videospielen miterlebte. Also, warum schwelgen wir nicht noch ein wenig in Nostalgie und betrachten den Horror unserer Kindheit? Der PS1 Boot-Up Sound. Ikonisch für seine dramatisch aufbauende und dröhnende Soundkulisse war sie für viele Kinder etwas erschreckend. Nicht nur, dass die Soundkulisse unfassbar unangenehm war, nein, auch der Wandel von weißem Bildschirm auf schwarz und dem leisen und langsamen Abklingen des Bildes und des Sounds waren unfassbar unangenehm. Aber ich hoffe wirklich, dass niemand das erleben musste, was in diesem Video passiert. Man stelle sich vor, dass ihr ca. 6 bis 10 Jahre alt seid, die PS1 anmacht und dann Folgendes passiert wie in diesem Video. Das, was man in diesem Video sieht, nennt sich Fearful Harmony. Dieser audiovisuelle Glitch kann passieren, wenn nicht PlayStation-CDs oder kaputte CDs ins Laufwerk gelegt werden. Es kann auch passieren, wenn man zwischen dem Starten der Konsole CDs austauscht. Doch das ist eher seltener. Ich hoffe, dass es niemanden gab, der in seiner Kindheit genau das miterleben musste. Neben dem PS1 Startup Sound ist auch das der PS2 ikonisch. Mit lautem Sound zoomen wir in diese Blöcke rein und ergötzen uns dann an den PS2 Text. Doch was mir schon mal passiert ist, als ich klein war, hat mich panisch werden lassen. RSOD. Red Screen of Death ist im eigentlichen Sinne nichts weiter als ein Sicherheitsmechanismus der Konsole. Dieser wird ausgelöst, wenn nicht lesbare Discs oder CDs für andere Konsolen oder Betriebssysteme eingelegt werden. Warum dieser Screen jedoch so gestaltet worden ist, bleibt ein Rätsel. Direction or zig where we can zag. We will walk through walls. We will take a look around us. We will not be confined. We believe in the path of least limits. We won't be told how to view the world. We will experience true freedom. We will not compromise. 1. März 1997. Die Nintendo 64 erschien bei uns in Europa und mit ihr Super Mario 64.
Daraufhin folgten natürlich noch andere wunderbare Klassiker für die Konsole. Wirklich brillante Spiele. Doch als Kind hatte man sich bestimmt schon mal gefragt, was passiert, wenn ich die Cartridge rausziehe? Läuft das Spiel dann weiter? Nun, normalerweise nicht. Bei der N64 hingegen war es etwas anderes. Wenn man ganz vorsichtig die Cartridges hin und her bewegt hat, kann Folgendes passieren. Das Spiel ist in einem verglitschten Status, in welcher es nicht genau weiß, ob das Spiel nun entfernt oder noch vorhanden ist. Mit dem Wissen, welches noch vorhanden ist, versucht die Konsole, das Spiel zum Laufen zu bringen. Und solche Ergebnisse können entstehen. Es ist wirklich unangenehm. In dem Video von Top 5 Spiele, die man spielen sollte, redete ich auch über Tommy 2. Es war ein Kindheitsspiel, welches ich sehr, sehr gern gespielt habe. Auch zum heutigen Tag finde ich es immer noch äußerst brillant und empfehle es auch jedem selber zu spielen. Und wie ich bereits gezeigt hatte, gab es sehr starke Unterschiede von Tommy 1 und 2 auch bezüglich der Bosse. Der Ton war sehr anders. Während Tommy 1 sehr fröhlich gestaltet war, war Tommy 2 etwas düsterer, erwachsener, dennoch kindlich gehalten, aber man hat die Veränderung gemerkt. In Tommy 2 jedoch gab es eine Mission, die mir ein unwohles Gefühl gegeben hat. Es war die allerletzte Mission und ich möchte euch zeigen, warum ich mich so unwohl gefühlt habe. Die letzte Mission von Tommy 2 ist, das letzte böse Schwein zu fangen. Um irgendwelche Missverständnisse oder jetzt Fragen aufzuklären, in Tommy 1 und Tommy 2 hatte man die Aufgabe, die bösen Schweine einzufangen in ihren Schweinetaschen. Was für einige etwas verwirrend klingen mag, hat für dieses Spiel eine sehr stabile Prämisse aufgebaut. Jedenfalls, die letzte Aufgabe ist es, das letzte Schwein zu fangen. Eigentlich verständlich. Doch das letzte böse Schwein will euch als Spieler daran hindern. Es macht etwas, was dieses gesamte Spiel oder halt die Atmosphäre des gesamten Spiels komplett auf den Kopf dreht. Es wirkt seltsam, unangenehm. Alles ist schwarz-weiß und die einst so fröhliche Musik in jedem der Gebiete war das hier. Aber nicht nur das war unheimlich. Auch die Transition, wenn man in ein anderes Gebiet gekommen ist, die Melodie, die relativ glücklich war, wirkte jetzt unangenehm. Ich war als Kind wirklich sehr verstört, als ich das gesehen hatte, weil ich habe lange gebraucht, um dieses Spiel durchzuspielen. Ich hätte nicht erwartet, dass sowas kommt. Und auch am heutigen Tag, wenn ich dieses Spiel nochmal spiele, finde ich es unangenehm. Thank you.
Wusstet ihr, dass Pokémon Gold und Silber die eigentlich letzten Teile der Pokémon-Reihe sein sollten? Pokémon Gold und Silber waren revolutionär. Nicht nur, dass eine ganz neue Region aufgetaucht ist, nein, es war auch möglich, 16 Orden statt den üblichen 8 einzusammeln. Es war begeisternd viel Content auf einer so dermaßen kleinen Cartridge. Das Spiel ist unfassbar beliebt. Es kamen auch mehrere neue Pokémon dazu. Und auch ein Gegenstand, der den Namen Pokégear trägt. Der Pokégear ist, man könnte sagen, ein kleines Hilfsmittel. Man kann mit Leuten telefonieren, kann sie zu neuen Kämpfen herausfordern, wenn sie danach fragen. Und es gibt ein sogenanntes Radiomodul. Mit diesem Radiomodul kann man News empfangen, zum Beispiel wo neue seltene Pokémon aufgetaucht sind oder anderen Kleinkram. Jedoch gibt es einen Ort in diesem Spiel, an dem das Radio etwas ganz anderes empfängt. Etwas Seltsames. Die in der zweiten Generation vorhandenen Alf-Ruinen sind bereits ein Mysterium für sich. Doch innerhalb dieser Alf-Ruinen kann man nur ein einziges Pokémon antreffen. Incognito. Diese kleinen, etwas seltsam geformten Kreaturen stellen Buchstaben dar. Die Pokémon sind schon seltsam genug. Sie können bloß einen Angriff lernen, welcher Kraftreserve ist. Und dass das Radio genau in diesen Ruinen einen seltsamen Ton von sich gibt, ist wirklich unangenehm. Ich habe das zum ersten Mal in Soul Silver mitbekommen und es war seltsam, wirklich äußerst seltsam. Ich kann mir gut vorstellen, dass Personen, die Gold und Silber damals gespielt haben, ein wenig schockiert waren. Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr so viel zu diesem Thema sagen. Sobald der Timer von 5 auf 0 runterzählt, kommt diese panisch machende Musik. Nicht nur, dass man total gestresst ist, sondern auch das Wissen, dass man dem unausweichlichen Tod immer näher kommt, ist schon wirklich beklemmend genug. Ich habe noch nie in meinem Leben Earthbound gespielt. Aber ich denke mal, genauso wie ich habt auch ihr durch verschiedene YouTuber von dem letzten Boss aus Earthbound gehört. Gyges. Dieser sich dauernd bewegende Hintergrund ist in Kombination mit der Musik einfach nur verstörend. Aber die Geschichte hinter Gyges ist etwas, das ich wesentlich interessanter finde. Shigesato Itui, der Creator von Earthbound, wollte ins Kino gehen, um einen Film zu schauen. Er landete jedoch im falschen Saal und sah den Film Kenpei Tobarabara Shibijin, oder für uns auch genannt The Military Policeman and the Dismembered Beauty. In diesem Film gab es eine Liebesszene, die Itui mit einer F***ung auffasste. Verstört von dieser Szenerie baute er dieses Traumata in sein späteres Werk Earthbound ein. Gyges repräsentiert hier ein Embryo, welcher durch die F***ung entstanden ist. Man beachte, dass der Weg zu Gyges inneren Organen ähnelt und dass der Ankunftsort schon eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Gebärmutter hat. Gyges ist ein wahrgewordener Albtraum, eingebaut in einem Kinderspiel. Lara Croft, Teil 3, in der Villa mit dem Butler zusammen.
Wenn du einfach rausgehst und für 10 Minuten spielst und kein Sound kommt. Unterbewusst, glaube ich, Angst bekommen und das ist so unangenehm, so erdrückend in dieses Spiel. Du bist halt nur alleine da und hörst nur diesen Butler immer hinterher schlurfen mit seinem scheiß Tablett. Total anstrengend auch. Kann halt nicht so in Worte fassen. Es war damals für mich extrem eklig. Deswegen habe ich immer als erstes wegen diesen Hausbau musste ich unbedingt immer Musiker machen. Ich weiß nicht warum, aber diese Szenerie da in der Villa, das war irgendwie, weiß nicht. Hat da so unterbewusst ein bisschen erdrückt. Ich hatte jetzt eigentlich nicht vor, The Legend of Zelda Majora's Mask nochmal zu nennen hier in diesem Video, da der gesamte Anführungszeichen Horror-Content, den dieses Spiel hat, eigentlich für ein eigenes Video reicht, aber einige davon zu nennen, wird wohl relativ gut als Grande Finale für dieses Video fungieren, bevor wir dann natürlich zur psychologischen Aspekt des Videos hier kommen. Deswegen reden wir noch über ein paar Kleinigkeiten aus Majora's Mask. Eine der Sachen, die du relativ früh im Spiel mitbekommst, ist, dass du nur 3 Tage Zeit hast, um den Mond vom Abstürzen aufzuhalten. Innerhalb von 3 Tagen musst du 4 Tempel schaffen, das Horror-Kit aufhalten, und falls du es nicht schaffen solltest, stürzt der Mond ab und rottet alles aus, was je existierte. Auch wenn die Transformationen aus The Legend of Zelda Majora's Mask jetzt nicht wirklich gruselig sind, muss man dennoch sagen, dass sie unangenehm mit anzusehen sind. Die Maske wird aufs Haupt gesetzt, sie verformt sich, Link schreit vor Schmerz. Zwar nicht gruselig, aber unangenehm auf jeden Fall. So wie in Ocarina of Time werden Link in Majora's Mask verschiedene Lieder beigebracht. Neben dem Lied der Befreiung, welches das erste Lied ist, welches Link lernt, und auch das storyrelevanteste, lernt er im späteren Verlauf die Elegie des leeren Herzens. Es geht nicht per se um die Melodie des Liedes, sondern was das Lied hervorbringt. Es erscheint ein herzloses Abbild desjenigen, der dieses Lied spielt. Diese Statue hat nicht nur Kinder verschreckt, sondern auch einen Kultstatus erreicht in den frühen Anfängen von YouTube, da man sie unter einem ganz bestimmten Namen besonders gut kannte. Ben Drowned. Die Story um eine verfluchte Majora's Mask Cartridge mit dieser gruseligen Statue im Hauptfokus macht im Jahre 2010 die Runde. Diese Statue ist und bleibt ein Kult. Ein Horror aus Kindheitstagen. Es gibt vielleicht noch Leute, die sich an einige von diesen Sachen erinnern und auch einige, die es bis zum heutigen Tag immer noch unangenehm finden, diese Sachen zu sehen. Aber
Woran liegt das überhaupt? Was ist der Grund, warum wir uns immer noch unwohl oder sogar fürchten vor solchen Sachen? Die PS1 und die N64 schafften damals das Revolutionäre, Spiele in die dritte Dimension zu bringen. Doch die Konsolen waren noch nicht auf dem Stand wie heutige moderne Konsolen oder PCs. Sie arbeiteten mit Polygonen, welche im Großen und Ganzen nur Dreiecke aneinander geklebt waren, um dreidimensionale Formen hervorzubringen. Man erkennt zwar, dass im folgenden Anschaubild ein Baum dargestellt wird, er jedoch keine Ähnlichkeit mit einem richtigen Baum hat. Und das gleiche gilt auch für Charaktere. Man erkennt Menschen, Tiere, Landschaften etc. Aber ihren Real-Life-Counterpart sind sie nun mal nicht ähnlich. Der größte Faktor, der bei solchen Sachen mitspielt, ist unser Verstand. Unser Gehirn vergleicht Gesehenes mit etwas, das wir kennen und erschafft damit eine logische Schlussfolgerung. Das ist ein Baum, das ist ein Mensch und das hier ist... Nun, ja, was ist das? Es sieht aus wie ein Mensch, obwohl es eine Puppe ist. Und es weist gewisse expressionistische Arten und Weisen von menschlichen Gesichtszügen auf, aber auf eine andere Art und Weise auch nicht. Es ist nicht einzuordnen. Es gibt einen Begriff für solche Unwohl oder gar Angst. Automatonophobie ist die Angst vor Puppen, Wachsfiguren, Animatronics und allem, was menschenähnlich ist. Auch wenn nicht jeder Mensch Automatonophobie hat, so ist die Angst beim Menschen gleichsetzbar mit der Angst dieser Phobie. Begründung: Der Mensch fürchtet alles, was neu ist oder was er nicht kennt und alles, was wie er aussieht oder ihm ähnelt. In Videospielen der Frühzeit trat diese Angst häufiger auf als in neumodernen Spielen, da die Grafik der Spiele nicht dem nahe kam, was wir aus unserer Welt kannten. Durch Hardware-Limitationen gab es keine Möglichkeit, realistische Maßstäbe in Videospielen einzufügen. Daher musste man kreativ werden, um mit geringen Mitteln das meiste rauszuholen. Grafiken und Musik hatten nur wenig Speicher zur Verfügung, weswegen Charaktermodelle vereinfacht wurden. Die Limitation und die Grundangst bildeten das Endergebnis, welches für uns als Horror der Kindheit wiedererkennbar war. Leider kann ich zu den Punkten Musik und Sound nicht viel nennen, möchte aber dennoch versuchen, im folgenden Beispiel eine Erklärung zu finden. Das Incognito-Theme aus Gold, Silber und Kristall hatten wir bereits thematisiert. Aber warum ist es unangenehm und andere 8/16-Bit-Sounds nicht? Immerhin ist beides Chiptune. Nun, es geht um den Aufbau der Sounds. Verschiedene Musikrichtungen können die gleichen Instrumente nutzen, werden aber immer andere Melodien rausbekommen. So auch bei dem Theme der Incognitos. Im Horrorgenre werden hauptsächlich tiefe Hörner und hohe Streicher genutzt, um eine unangenehme Atmosphäre zu erschaffen. Hören wir uns doch das Theme noch einmal an. Und, habt ihr es rausgehört? Das Theme hält sich an die Regeln für Horrormusik und im Zusammenhang, dass dieses Thema nur an einem Ort bei einer Frequenz im Radio läuft, können wir sagen, dass dieses Thema auf Horror angelegt ist. Es soll gruselig sein. Gleiches gilt für das Lavagna-Theme, welches ich nicht abspielen werde aufgrund der angeblichen Fälle von Kopfschmerzen und oder Migräneattacken, die dieses Theme auslöst, obwohl es keine Erklärung gibt dafür. Ich habe drei Theorien, die erklären könnten, warum einige Menschen es empfinden, dass sie Kopfschmerzen bekommen dadurch. Erstens: Schaden der Amygdala durch das Hören als Kind. Horrorszenen oder Horrormusik können bei Kindern und Jugendlichen zu Gedächtnisnarben führen, die im späteren Alter durch erneutes Abspielen der Szene oder des Sounds aufgerissen werden, welches zu einem Unwohlsein führt. Zweitens: So wie einige Menschen ASMR nicht abkönnen, so können zum Beispiel einige Menschen vielleicht das Lavagna-Theme nicht ab? Drittens: Die Betroffenen haben ein empfindliches Gehör, vielleicht auch autistische Züge oder gar Autismus selbst. Eine Fallstudie hat ergeben, dass bei einigen Autisten ein absolutes Gehör festgestellt worden ist. Dies führt zu einer überhöhten Empfindlichkeit bezüglich lauter und schriller Töne, welche daraufhingehend zu Kopfschmerzen führen kann. Bitte bedenkt, es sind nur Theorien. Was ich gerade gesagt habe, ist keine Festlegung und keine Feststellung für gar nichts. Aber dennoch, Nintendo hat gewollt, dass diese Sounds nun mal gruselig klingen. Sie sollten gruselig sein. Es war alles beabsichtigt.
Jungs, Mädchen, Kinder aller Altersklassen, das war's mit dem Video. Es hat sehr viel Spaß gemacht, sich all diese ganzen Informationen rauszusuchen, diese ganzen Sachen der Kindheit nochmal aufzuarbeiten. Es war wirklich spaßig. Ich hoffe, das Video hat gefallen und ich wünsche noch einen angenehmen Tag und auf Wiedersehen.